Hallo, darf ich sagen, Freunde der Freiheit? Mein Name ist Thomas Mese. Ich bin der Autor des Buches Die Demokratielüge. 150 Jahre deutscher Obrigkeitsstaat, das ich in diesen Videos vorstelle. Heute möchte ich die Geschichte erzählen, wie ich versucht habe, einen Verlag zu finden und damit gescheitert bin. Ich will es mal so sagen, hätte ich einen Verlag gefunden, würde ich jetzt wahrscheinlich hier nicht sitzen und die Videos aufnehmen, was mir auch nicht gerade nahe liegt, aber es hilft ja nichts. Ich habe es durchaus als meine, das habe ich schon verschiedentlich gesagt, als meine Pflicht empfunden, das, was ich erkannt habe, mit Blick auf diesen deutschen Obrigkeitsstaat und sein Menschen- und Freiheits- und Emanzipationswidriges Potenzial auch öffentlich auszusprechen, und dann musste ich eben diesen Weg gehen. Nun, die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit den Verlagen, haben mich nicht nur ein halbes Jahr gekostet, sondern waren insgesamt auch nicht sonderlich erfreulich. Wobei es ja so ist, für einen Soziologen oder für einen Sozialwissenschaftler haben auch widrige und widrigste Erfahrungen immer noch einen erkenntnismäßigen Mehrwert. Also das ist eine der wenigen glücklichen Seiten eben der Sozialwissenschaft. Ansonsten würde ich sie nicht unbedingt weiterempfehlen wollen. Also wer jetzt am Anfang einer möglicherweise beruflichen, wissenschaftlichen Ausbildung steht, weiß ich nicht, werdet Ornithologen. Ne? Da könnt ihr euch Vögel angucken und anhören, und die sind schön. Die muss man dann auch zeichnen, und das macht auch Spaß. Und die hören sich meistens gut an, abgesehen von den Ringeltauben, die nerven. Ja, während die meisten sozialen Konfigurationen zu betrachten, das ist that's a pain in the ass. Also das sind in aller Regel keine erfreulichen Sachen. Und wenn man sich dann auch noch mit Staaten im Allgemeinen, aber dann doch im Besonderen mit dem deutschen Obrigkeitsstaat beschäftigt, mit seiner Lieblehre, mit seinen Abgründen, das ist überhaupt kein Spaß. Aber es ist mir zum Schicksal geworden, und ich habe es verschiedentlich gesagt, dass ich das eben als meine Pflicht, aber auch als eine Bürde empfinde, dass ich das, was ich da gesehen habe und verstanden habe, auch irgendwie abliefere bei den Menschen, die sich eben vielleicht dafür interessieren. In diesem Video also erzähle ich heute die Geschichte, wie ich einen Verlag gesucht und nicht gefunden habe. Es war im Spätjahr 2019, dass ich begonnen hatte an meinem Buch Die Demokratielüge, 150 Jahre deutscher Obrigkeitsstaat, zu arbeiten. Es lässt sich durchaus auch rekonstruieren, warum ich das überhaupt angegriffen habe, dieses Thema, aber das ist ein eigenes Video wert. Also setzen wir mal ein im Spätjahr 2019. Ich hab meinen Job nebenher gemacht, das schon, ja. Also halbtags, Teilzeit. Bisschen mehr als halbtags. Aber habe dann wirklich kontinuierlich, kann ich sagen, jeden Tag an dem Buch gearbeitet, also auch samstags und sonntags in der Regel. Also Recherchen, Notizen, virtueller Zettelkasten, erste Kapitel schreiben, bearbeiten, neue Quellen heraussuchen und so weiter, das Übliche halt. Und dann 2020 ging es ja los, dem Corona-Wahnsinn, und es kamen ja auch die ersten politischen Maßnahmen, dann auch die Lockdowns. Und es hat mich dies nicht sehr tangiert bei meiner Arbeit an dem Buch oder bei meinem Tagesablauf. Eigentlich nicht. Also ich habe ganz normal weitergeschrieben, wie ich immer geschrieben habe. Ich habe jeden Tag meinen Sport gemacht. Also das ist also Jogging. Ne? Ich war jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich in irgendein Studio oder so gehen musste. Das wäre ja schon bald nicht mehr möglich gewesen. Also hier konnte ich jeden Tag noch joggen und konnte auch joggen, wann ich wollte. Also es gab hier, wo ich wohne, jedenfalls keine Ausgangsverbote, das immerhin. Aber ich habe natürlich diese frappierenden Parallelen gesehen, ne? Als ich zum Beispiel dann
in der Endzeit der Weimarer Republik mich mit den Notverordnungen beschäftigt habe, Hindenburg und dann sozusagen in Echtzeit eben ein Notverordnungsregime hier in der real existierenden BRD erlebt habe. Also das schon. Und ja, so ging es dann ungefähr weiter. Ich hatte so einen groben Rahmen, was ich machen wollte da. Das seht ihr da, also ihr könnt das jetzt nicht lesen, aber ihr seht da an der Tür, seht ihr dieses weiße, das Papier. Und darauf hatte ich mir Notizen gemacht, wie ungefähr mein Fahrplan sein würde. Also ich wusste ungefähr, welche Themen und welche Kapitel ich bearbeiten wollte. Und ich wusste, dass ich zu einem Ende kommen wollte. Also nach spätestens nach 2 Jahren. Es ist ja kein schönes Thema. Also dann diese Zeit der Machtergreifung und der Nationalsozialismus, das ist ja im Grunde genommen, als würde man ständig im Dreck wühlen. Also niemand macht so etwas gerne. Und es war mir ganz klar, dass man natürlich an so einem Buch grundsätzlich ewig schreiben kann, weil die Quellenlage ist unüberschaubar und man kann es in alle möglichen Spezialitäten hinein verzweigen, aber es war mir gleichsam klar, dass es eben der Interpunktion bedarf und dass es eben auch irgendwann enden musste, spätestens nach 2 Jahren enden sollte. Ich hatte da mich dann auch innerhalb der Recherche zu meinem Buch mit Masse und Macht von Elias Canetti beschäftigt und auch mit eben der Geschichte, wie er das Buch geschrieben hat, über Jahrzehnte ja wohl. Also das soll man nicht machen. Also das wäre mir vollkommen fremd. Das ist nicht gesund, sich so lange mit irgendeinem Thema zu beschäftigen. Jedenfalls nicht mit so einem bedrückenden und belastenden Thema. Nun, sei es wie es ist, ich habe es dann tatsächlich nach 2 Jahren, also wiederum im Spätjahr 2021 finalisieren können, also irgendwann im August schon, und mich dann eben auf die Suche gemacht nach einem Verlag. Ich möchte hier aber, bevor ich auf die Verlage zu sprechen komme, noch 2 Schritte zurückgehen. Da sind noch zwei Sachen, die scheinen mir wichtig zu sein. Noch bevor ich mit der Arbeit an dem Buch begonnen hatte, habe ich das Internet abbestellt, also meinen Internetzugang, weil ich gemerkt hatte, dass es mich zu sehr ablenkt. Also auch die konkrete Recherche, da kamst du vom Hundertsten ins Tausendste. Dann hast du irgendein Video zu einem Thema gefunden und dann hast du das Video erst angeguckt und das Video hat dann auf andere Videos verwiesen und dann war der Tag vorbei. Und ich hatte nicht eine Seite zu Papier gebracht. So, das war ja nicht der Sinn der Sache. Und das war, glaube ich, ein Glücksgriff. Ich hätte sonst nicht so tief gründen können. Und ich habe dann aber auch namentlich in der Corona-Zeit die tagesaktuellen Nachrichten ganz bewusst ausgeblendet, weil ich doch gemerkt hatte, welche perfide Strategie da von diesem Staat gefahren wird, wie da eben ein Klima der Angst erzeugt werden sollte, um den Menschen alles Mögliche aufzuoktroyieren. Und warum sollte ich mich dem aussetzen? Interessant war dann aber, als ich nach 2 Jahren sozusagen wieder zurückkehrte in die Welt der sozialen Medien, einige, die ich vor 2 Jahren konsumiert hatte, fand ich nicht wieder, also jedenfalls nicht an dem Platz, wo sie früher zu finden waren. Und die anderen waren doch sehr, sehr abgeflacht. Also da war ich wirklich enttäuscht. Und gerade auch, wenn ich dann also in den alternativen Medien geschaut habe, wie sie sich mit eben diesem Thema Corona und Corona-Politik auseinandergesetzt haben. Da habe ich doch die analytische Tiefe vermisst. Also ich kann schon sagen, dass ich nach diesen 2 Jahren
der Recherche und des intensiven Arbeitens an dem Thema einen anderen Blick auf die Welt entwickelt habe als noch zuvor. So, das war das eine, was ich noch einschieben wollte. Das andere war nun aber, dass ich noch, bevor ich mir die Verlage herausgesucht habe, erstmal geschaut habe, ja, wie macht man das überhaupt? Wie nimmt man Kontakt auf zu einem Verlag? Ich war ja vollkommen unbeleckt. Und da traten dann die Literaturagenturen auf den Plan. Also da, jedenfalls, wenn man dann auf diese Seiten geht, das geht gar nicht. Man kann ja gar nicht direkt zu einem Verlag Kontakt aufnehmen. Das geht ja nur noch über Literaturagenten. Und ich dachte aber meinerseits, das ist ja so ein frappierend einfacher Vorgang, dass du ein Manuskript hast und suchst einen Verlag. Das kann nicht sein, habe ich gesagt, cut out the middleman. Wobei, es war ja nicht von Erfolg gekrönt, sodass ich jetzt nicht sagen würde, ich hätte unbedingt recht gehabt, aber ich würde jetzt sagen, nicht nur cut out the middleman, sondern inzwischen sage ich auch cut out the publisher. Come on! Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Das ist ja unglaublich. Ich habe dann also Verlage recherchiert. Ungefähr 20. Ich musste ja schauen, was ist das Verlagsprogramm und passt mein Projekt in das Verlagsprogramm. Bei den meisten Verlagen wusste ich vielleicht ungefähr schon, was da das Portfolio ist und ob das passt oder nicht. Und bei anderen musste ich halt schauen. Und so sind das dann 20 Verlage. Die meisten in Deutschland, ein paar wenige auch in Österreich. Mainstream-Verlage, aber auch alternative Verlage gibt es auch ein paar darunter. So, und ich habe tatsächlich darauf geachtet, dass es halt ins Portfolio passt. Das schon. Ich habe jetzt mein Buch nicht einem reinen Verlag für Kochbücher angeboten. Also das, obwohl es vielleicht sogar der Weg der Wahl gewesen wäre. Who knows? Und ja, so geht man also auf die Internetpräsenz des Verlags und da gibt es dann meistens eine Unterabteilung und also Autoren, Manuskripte und da erklärt der Verlag dann dem Autoren, wie er doch bitte an ihn herantreten darf. Und das ist schon eigentlich recht bigott. Also das ist, die einen wollen nur digitale Medien, was weiß ich, PDF. Die anderen wollen aber nur Post und schließen das andere wiederum aus. Also wer dann aber jetzt, wo man sich eigentlich nur mit der Briefpost melden darf, wer dann eine E-Mail schickt, dann wird er nicht berücksichtigt. Aber der jetzt aber auch nur E-Mails haben will, der berücksichtigt wiederum die Briefpost nicht. Und dann werden einem schon horrende Wartezeiten in Aussicht gestellt, also melden Sie sich auch nicht und fragen Sie bitte nicht nach und das wird schon 5 Monate dauern oder ja, Sie können ja auch froh sein, wenn wir uns überhaupt melden und wer weiß, und was wollen Sie überhaupt, gehen Sie doch weg. Also das Ganze hatte schon so ein bisschen, es hatte kein gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber ich habe es dann gemacht, ich habe ein Schreiben aufgelegt, ein Schreiben für alle Verlage, also ich meine, kommen wir dahin, ich kann jetzt nicht noch jeden der Einzelne, was weiß ich da, mit seiner Verlagsgeschichte konfrontieren. Das war irgendwann im Oktober 2021 und das ist das Schreiben hier. Das Buch zum Jubiläum, das Buch zur Krise. Ich grüße Sie im Jubiläumsjahr 150 Jahre Deutscher Nationalstaat und 500 Jahre Luther zu Worms lege ich mein Buch Die Demokratielüge 150 Jahre Deutscher Obrigkeitsstaat vor und biete es Ihnen hiermit zur Veröffentlichung an. Auf rund 500 Seiten, also inzwischen ist ein bisschen mehr geworden, jetzt sind wir auf rund 600 Seiten angekommen, zeichne ich das Gewordensein des deutschen nationalstaatlichen Projekts nach, an Beginn mit den Karlsbader Beschlüssen bis zur Zusammenführung des deutschen Rechtsstaats in den 1990er Jahren. Neben der Realgeschichte wird die ideengeschichtliche Entwicklung und ihre Manifestierung in den eigenartigen staatsrechtlichen Ausprägungen beleuchtet und werden insbesondere die strukturellen Invarianten des deutschen Staates herausgearbeitet, die sich über alle Systembrüche und bis heute erhalten haben. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den
Konstituierung als eine Neuordnung zwar greifbar gewesen ist, letztlich aber der neue Staat personell und strukturell stets der alte geblieben ist. Die hiermit vorgelegte historische Betrachtung ist staatssoziologisch geprägt und bezieht, wo dies zu einem besseren Verständnis deutscher Staatlichkeit geboten erscheint, theologische, philosophische, politikwissenschaftliche und staatsrechtliche Aspekte mit ein. Das heutige politische System der BRD, sein Legalismus, sein Korporativismus und die sozioökonomische Krise am Horizont lassen sich überhaupt nur in dieser Gesamtschau verspäteter und rekurrent verunfallter deutscher Nationalstaatlichkeit verstehen. Zugleich deutlich wird so aber auch, dass die erheblichen latenten strukturellen Gefahren in der Architektonik deutscher Staatlichkeit mit der Debellatio keineswegs beseitigt worden sind und für den Fall absehbarer sozioökonomischer Verwerfung jederzeit wieder manifest werden können. Dann habe ich da mein Foto eingefügt, weil ich dachte, die wollen vielleicht auch wissen, wie der Typ aussieht. Ja, später soll man ja auch auf dem Buchcover einen repräsentativen, netten Eindruck hinterlassen. Ich konnte dieses Buch als Soziologe, Theologe und Pädagoge nur schreiben. Es hat mich dies 2 Jahre meines Lebens gekostet, was ich aus Chronistenpflicht und aus tiefster Sorge angesichts des totalitarismus-affinen Potenzials deutscher Staatlichkeit auf mich genommen habe. Veröffentlichen kann ich mein Buch aber nicht selbst und lege es deshalb Ihrer wohlwollenden Begutachtung vor. Also da habe ich einfach versucht deutlich zu machen, dass es hier eigentlich gar nicht um mich geht und es geht auch nicht um den Verlag, sondern es geht um die Sache. Sie finden in der Anlage das Inhaltsverzeichnis mit der Einleitung. Darin vermögen Sie mich, mein Anbeginn und meine Absicht als Autor umrisshaft zu erkennen und können so das Weitere erwägen. Kontaktieren Sie mich jederzeit gerne telefonisch, per E-Mail oder postalisch. Weitere Leseproben lasse ich Ihnen gerne zukommen, wenn Sie dies wünschen. Karl Jaspers, dem ich als Denker, Chronisten und Zeitzeugen gleich hinter Max Weber den größten Raum in meiner Schrift einräume, sagte 1958 anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Quote, gemeinsam schaffen Schriftsteller und Buchhandel den öffentlichen Raum des Geistes, in dem durch das Chaos die Wirklichkeit sich hervortreibt und bewirken die wachsende Teilnahme einer lesenden Bevölkerung. End quote. Ich habe versucht, diese Leute damit ein bisschen in die Pflicht zu nehmen. Ich gebe es ja zu, aber vergeblich. Dieser Raum des Geistes ist von der Obrigkeit stets und aus Gründen verdächtig beäugt, umstellt und bei Zeiten abgeriegelt worden. Sich in diesen Raum zu begeben war und bleibt ein Wagnis. Ich habe mich bereits vor 2 Jahren zu diesem Wagnis entschieden, als ich mir dieses schriftstellerische Projekt zu meinem eigensten gemacht habe. Hiermit stelle ich dieses Projekt nun Ihrer buchhändlerischen Freiheit und Verantwortung anheim. Mit bestem Gruße. Ja, der Rest ist Geschichte, das kennt ihr schon. Ich habe dann in der Tat ein paar Antworten erhalten. Einige recht zeitnah, einige sehr spät, einige auch gar nicht. Und die Ablehnung war dann immer unterschiedlich begründet. Also was ich jetzt, einer sagte, ja, dass mein Stil würde nicht zum Verlag passen. Habe ich gedacht, ist das Franchise? Wenn du ein Buch schreibst, dann musst du den Stil des Verlages. Einigen war es zu allgemein, den anderen wieder zu speziell. Verschiedentlich hat sich der Verlag gewünscht, dass man seine Käufer schon mitbringt. Also dass man sozusagen in den sozialen Medien am besten 200.000 Follower hat, von denen dann 20% das Buch kaufen. Wobei ich spontan dachte, ja, aber dann bei diesen Margen, was weiß ich, der 1 Euro pro Buch, dann brauche ich keinen Verlag. Ne? Also wenn ich meine Käuferschaft schon mitbringe, kann ich es auch selbst auflegen. Ich meine, es gibt ja sowas da, Book on Demand und diesen ganzen Kram. Ja, also dann cut out the middleman und aber auch cut out the publisher. Da stehen wir ja jetzt. Ja, also machen wir uns nichts vor. Ich bin ja um eine Erfahrung reicher. Ich habe jetzt letztlich 6 Monate dadurch verloren. Hätte ich das
Hätte ich das gewusst, was ich jetzt weiß, dann hätte ich halt mir diese Mühe nicht gemacht, mich da an die Verlage zu wenden, sondern wäre damit halt vor 6 Monaten schon an die Öffentlichkeit gegangen und hätte dann die Videos gemacht und so weiter und so fort. Aber es ist, wie es ist. Die Zeitqualität für dieses Buch ist da. Die Zeitqualität für dieses Buch wird so lange da sein, bis das hier auf den Grund gegangen ist. Und danach erst recht, weil es gilt ja daraus zu lernen, aus den entsetzlichen Fehlern, die wir rekurrent gemacht haben in 150 Jahren deutscher Staatlichkeit, wo wir die alten zerstörerischen, menschenwidrigen Freiheits- und emanzipationswidrigen Strukturen über alle Systembrüche hinweggetragen haben und es denen erlaubt haben, die dieses Gemeinwesen schon einmal in den Abgrund gerissen hatten, es dann gleich nochmal zu versuchen. Das ließe sich irgendwann lernen und daraus ließen sich irgendwann Schlüsse ziehen und wir könnten es beim nächsten Mal besser machen, indem wir einerseits die alten Zöpfe abschneiden, namentlich das deutsche Berufsbeamtentum und den deutschen Parteienstaat Geschichte sein lassen. Und das wäre mein Vorschlag, darauf gehe ich aber im letzten Kapitel meines Buches noch ausführlicher ein, indem wir dann zu kleineren Entitäten zurückfinden, indem wir einfach sagen, wir oder unsere politischen Eliten oder unsere Klasspolitik kann Nationalstaat nicht. Sie ist politisch zu unreif, sie ist zu sehr auf ihre eigenen Interessen bedacht. Sie kann es nicht und deshalb lassen wir es jetzt sein und gehen zurück in die kleineren Entitäten. Das sind dann eben die Länder oder eben Länder, wie sie allererst dem Zuschnitt nach noch gefunden werden müssten. Das ist das Programm und ich trage es nun so auf diesem Wege in die Welt.